ist mir eine große Freude, Mitglieder des Teams willkommen zu heißen. Lasst uns nun den bemerkenswerten Film miteinander anschauen. Nina Hawking beschreibt das schwierige Leben einer 12-Jährigen in Kabul. Fluter war auf der Premiere mit Josef Baraki und Schauspielerin Farzana Nawabi. Erst einmal Salam, hallo und einen schönen Abend euch allen. Hi and good evening to everyone. Wie hat der Film Mina Walking dein Bild über Afghanistan verändert? Man hört viele von Afghanistan und man meint viel zu kennen von Afghanistan, aber so ein wirkliches Bild, wie jetzt ein Tag in Afghanistan aussieht, hatte ich nicht. Insofern hat es erstmal ein Bild geschaffen als verändert, würde ich sagen. Also man hat ja hier immer so sein geschütztes, industrialisiertes Weltbild und macht sich selten Gedanken darüber, dass andere Leute vielleicht nicht so viel haben oder auch mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Sorry. Die Rolle der Mädchen und die Rolle der Frauen, das ist ja so ein Thema gewesen in den letzten Jahren und das hat mich auch sehr interessiert und das hat doch jetzt noch mal einiges ergänzt. Die ganzen Umstände, was Mina jetzt in ihrem Leben einfach bewältigen muss, die Krankheit des Großvaters, der drogenabhängige Vater und dass eigentlich so ein kleines Mädchen so viele Probleme hat. Ich denke, dass unsere Probleme dann ziemlich klein sind. Ich hatte vorher auch schon ein bisschen Kenntnis über Afghanistan. Es hat einfach nur ein klares Bild gemacht über die Straßensituation, also von Straßenkindern vor allem. Über Afghanistan mitgenommen habe, ist, dass es irgendwie immer noch ein sehr zerstörtes Land ist, aber gleichzeitig eben auch die Menschen normal dort leben und man irgendwie nicht so von außen irgendwas beurteilen sollte, bevor man nicht selber das Land gesehen hat.